Diese Sendung wird präsentiert von Mitsubishi Motors und von McCormick. Vom Ländliebehaus aus besucht unser Spitzenkoch, der Sandro Zinkeler, die spannendsten Leute und die schönsten Ecken der Schweiz. Und immer im Gepäck ein Rezept, das zur Region passt. Heute sind wir im Appenzellerland und besuchen einen Hackbrettbauer. Und Musiker. Und der Landlebi-Koch hat sich für sein Rezept von diesem Instrument inspirieren lassen. Am Fuss vom Alpstein liegt das Appenzellerland mit seinen grünen Hügellandschaften. Der Hauptort, Appenzell, zieht viele Besucher an, die die typisch farbigen Häuser mit der schönen Fassade bestaunen. Da legt man Wert auf Tradition. Wenn man den Namen Johannes Fuchs sagt, nickt jeder Hackbrettkenner anerkennend. Er ist schweizweit bekannt für seine Instrumente. Ich habe Möbelschreiner gelernt bei meinem Vater und wir haben dann einfach zwei, dreimal im Jahr Hackbrett gebaut und so bin ich dazugekommen und da heute einen Beruf ausüben, wo ich einen von den Fasttänzigen bin in der Schweiz, also zwei, drei sind heute noch, die vom Hackbrettbauen leben können. Und ich hoffe, es steht nicht noch ganz aus und momentan haben wir alle nur gegeben und es macht Spass, einen Beruf zu machen, wo es eben nicht geht. Ja. Das Hackbrett ist ein Saiteninstrument mit langer Tradition. Man schätzt es etwa auf 3000 Jahre. Seit dem 15. Jahrhundert ist es bei uns in der alpenländlichen Volksmusik beheimatet. Am Johannes Fuchs sein Vater, der kleine Fochsli, hat in den 50er Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Jedes Hackbrett, das er damals gebaut hat, war ein Einzelstück. Von 1951 bis in die 80er Jahre ist er einfach schweizweit der einzige, der angefangen hat, wieder Hackbrett zu bauen. Und man hat dann so eine Schallloch-Rosette gemacht. Und anhand dieser Rosette erkennt man ein Fuchsli-Hackbrett. Appenzeller Fichten und Ahornholz. Die Grundlage für jedem Hackbrett vom gelernten Möbelschreiner Johannes Fuchs. Das ist jetzt das Hackbrettholz, das ich brauche. Da drinnen ist schon ein paar Jahre alt. Man sieht es, es ist schon ein bisschen grau geworden. Da ist neueres Holz. Da sieht man wunderschön, das Fichtenholz im sogenannten Riftschnitt gesägt wurde. Das heisst, eben, die Ohrringe sind im rechten Winkel hier zu der Schnittfläche. Da geht alles Hackbrett, zukünftige Hackbrett. Also ich habe noch genug Holz für eben manches Hackbrett. Seit fast 70 Jahren werden die Hackbretter für Familie Fuchs in der hauseigenen Schreinerei von Hand gemacht. Ein paar Veränderungen zu früher gibt es aber trotzdem. Der Unterschied von der alten Hackbrett zu der heutigen, die ich mache, der ist natürlich sehr, sehr gross. Also die alten Hackbretter, ich spreche hier von 100-jährigen Hackbrettern, die sind von Laien gebaut worden. Und da hat man also schon einen Unterschied festgestellt, einfach von der Machart her, wie es technisch geschreinert worden sind. Und klanglich sind die Alten auch recht gewesen, aber man hat dann natürlich schon auch noch Fortschritte gemacht. Und meine heutigen Hackbretter sehen auch gerne noch mal so aus wie mein Vater seins aus dem 51, wo er das erste Hackbrett gebaut hat. Aber ich glaube, es wäre auch komisch, wenn man müsste sagen, man hat hier schon das ultimative Hackbrett gehabt. Da hat man sich natürlich auch entwickelt, verbessert, klanglich, baulich. Und heute sind wir eigentlich auf einem recht guten Level, auf einem guten Stand. Gute, klingende Hackbretter, die auch die Stimmung haben. Und das ist sicher noch sehr, sehr wichtig. Die Stimmung ist die Anordnung der Töne. Beim Hackbrett ist es aber ein bisschen komplizierter als wie zum Beispiel bei einem Klavier, wo links der tiefste und rechts der höchste Ton ist. Und dazu ist die Platzierung der Saiten fast bei jedem Hackbrett anders gewesen. Bis der Vater von Johannes mit den damals einflussreichsten Volksmusiker, den Alders, einen Standard geschaffen hat. Man hat seinerzeit im Appenzellerland allein 10 bis 15 verschiedene Stimmen gehabt. Dann hat mein Vater mal gesagt, das ist völlig kompliziert, könnte man da nicht etwas vereinfachen. Man hat sich dann auf die sogenannte Alderstimmung geeinigt. Und es ist heute leider wieder so, dass gewisse andere Stimmen auch wieder da sind. Aber das sind wir nie mehr ändern. Aber wenn natürlich ein Spieler das nicht kennt, dann schlägt er voll das falsch an, wenn er das nicht weiss.
Pro Ton sind in der Regel mehrere Saiten gruppiert. Das Appenzeller Hackbrett ist meistens fünfchörig, das heisst 5 Saiten pro Ton. Gespielt wird mit der sogenannten Rute. Auch die haben einen Einfluss auf den Ton. Ein Hackbrett tun wir im Appenzellerland traditionellerweise mit der Rute spielen. Man sagt Rute, weil die so beweglich sind wie eine Rute. Man kann aber auch die Töne anzupfen, das heisst mit den Fingernägeln so zack anzupfen. Oder man könnte auch den Ton schlagen und dann mit der Hand oder mit der Kante hier wieder abdämpfen. Dun, dun, dun. Und dann gibt es natürlich ganz andere Klangfarben. Man könnte meinen, dass das traditionelle Saiteninstrument hier auch seinen Ursprung hat. Das ist aber nicht so. Ein Haufen Leute denken zwar, es sei hier in Appenzell erfunden worden, das Hackbrett, was leider nicht wahr ist. Man sagt, das Hackbrett kommt von Persien und sei dann mit den Fahrenden Richtung Schweiz gebracht worden. Das Hackbrett gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Und ich habe hier ein Originalpair, das ist ein Sandtour, wo ich mit dieser Schlägerli spielen kann. Das heisst so. Oder eben, ich habe hier die ganze Vielfalt Hackbrettschläger aus der ganzen Welt, sei es Persien, Indien, Thailand, China, der ganze Balkan, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Russland, auch noch englische Länder. Und das ist ein original chinesisches Hackbrett. Ganz anders. Yangqing heisst auf Chinesisch fremde Zither übersetzt. Und wenn ich jetzt mit chinesischen Ruten die sind ganz so, der Bambus hat ganz anders Federn als meine Ruten. Wenn ich mit der chinesischen Ruten auf dem Appenzellerhackbrett eine chinesische Melodie spiele, dann ist es tut einfach ein chineseln. Wir gehen mal hören. Der Landliebe Koch hat sich von ursprünglicher Herkunft vom Hackbrett inspirieren lassen. Darum steht heute ein Gericht aus dem Nahen Osten auf dem Programm. Nicht weit weg von Johannes Fuchs in einer Werkstatt macht er sich an die Zubereitung. Der Ursprung des Hackbretts liegt in Persien. Daher inspiriert gibt es heute orientalische Hackfleischtätschli mit Fladenbrot und geschmorten Auberginen. Unser Fladenbrot habe ich bereits vorbereitet, respektive den Teig. Das ist ein Hefeteig, der muss sicher noch eine Stunde aufgehen. In dieser Zeit machen wir unsere geschmorten Auberginen. Wir schneiden das Fleisch ganz leicht einschneiden, damit die Hitze bis ganz reinkommt. Ob ich das jetzt so auf den Grill lege oder wie ich es mache im Ofen, spielt keine Rolle. Die Zutaten bleiben immer gleich. Und zwar nehmen wir einfach ein bisschen Olivenöl, ein Salz, ein Knoblauch, ein bisschen Rosmarin. Und dann geht es für etwa ca. 20 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Zwei, die wissen, wie man mit einem Hackbrett umgeht, sind der Töbi Tobler und der Christoph Pfändler. Der Töbi Tobler gilt als Pionier und Erneuerer des Hackbrettspiels. In diesem Jahr ist er vom Bundesamt für Kultur mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet worden. Er schafft den Spagat zwischen der Appenzeller Tradition und kontemporärer Musik. Ich bin ja ein gebürtiger Appenzeller Ausserödler. Und die Appenzeller Musik hat mich irgendwie immer schon ein bisschen angesprochen, von der Vergangenheit her und eben auch vom Hackbrett. Und auf der anderen Seite, finde ich, sind das so Urmelodien, die Tänze. Und ich finde einfach, das ist nicht eine Bluffermusik, sondern das, du musst etwas machen mit eher mit einem einfachen Material. Da musst du Energie reingeben. Und die Leute zum Tanzen bringen, im besten Fall. Der Christoph Pfändler ist ein ehemaliger Schüler von Töbi Tobler. Zusammen treten die beiden als Duo Topf auf. Wenn sie spielen, begeistern sie jung und alt. Ich habe angefangen, Hackbrett zu spielen, als ich 10 war. Und ich wollte etwas Besonderes spielen, nicht etwas, was meine Schwester schon gespielt hat, also Klavier oder Blockflöte.
Da bin ich zum Debbie Dobler in Unterricht gekommen. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass man nicht nur Appenzeller-Musik machen kann, sondern dass man auch richtig darauf abfräsen kann. Und das habe ich dann eigentlich auch alles gelernt von ihm. In der Küche beim Landlebekoch geht es weiter mit der Zubereitung des orientalischen Hackfleisch-Kebab. Für unsere Hacktätschli dünnen wir Zwiebeln und den Knoblauch leicht andünsten. In dieser Zeit dünnen wir die Herdöpfel durchlassen. Ich habe hier ganz normal mehlig kochende Herdöpfel, weich gekocht. Wenn unsere Zwiebeln schön glasig gedünstet haben, dann dünnen wir das Ganze noch abschmücken. Wir nehmen Kreuzkümmel. Dann nehmen wir Nelkenpulver, ein bisschen Muskat und eine kleine Messerspitze Zimt. Die Zwiebeln sind fast karamellisiert, aber jetzt ist es natürlich noch süssig heiß. Bevor wir es zum Hackfleisch tun können, tun wir das Ganze noch für schnell 15 Minuten in den Kühlschrank hinein. Für unsere Hacktätschli nehmen wir Rindshackfleisch. Der Herdöpfel hilft unserer Masse natürlich für den Zusammenhalt, aber auch, dass die ganze Schicht am Schluss schön feucht bleibt. Und für den Extrahalt ein Ei. Unsere Zwiebeln sind jetzt kalt und die geben jetzt unserer Masse so richtig viel Aroma. Zum Portionieren von unseren Hacktätschli gibt es eine super Waffe, und zwar ist es so ein Glasse-Ausstecher. Den kann man einfach schön füllen und nachher einfach so rausklippen. Die Hacktätschli rollen wir nachher noch ein bisschen schöner abrollen. Unsere Auberginen sind bereits wunderbar goldbraun geschmort. Und dann das feine Fleisch rauslöffeln. Und jetzt können wir das richtig schön verhacken. Jetzt zum Würzen nehmen wir Zitronenabrieb. Dann darf es auch ein kleiner Sprutz Saft sein, Salz, ein bisschen Olivenöl und dann alles gut vermischen. Was in der orientalischen Küche natürlich nicht fehlen darf, ist die Joghurtsoße. Für das nehmen wir ein griechisches Joghurt. Und was auch nicht fehlen in der orientalischen Küche, ist Peterli. Und das tun wir jetzt in unsere Joghurtsoße rein. Salz darf natürlich nicht fehlen. Und was sich wie ein Faden durch das ganze Gericht durchzieht, sind die orientalischen Aromen wie der Kreuzkümmel und noch ein bisschen Nelkenpulver. Dann das Ganze gut verrühren. Es schmeckt fantastisch zu unserem Hacktätschli und unserem Fladenbrot. Der Teig ist jetzt wunderbar aufgegangen. Die Würste müssen wir jetzt ein bisschen in Form bringen mit der Hand. Und nachher mit unserer Weinflasche zu einem kleinen Fladeli formen. Wenn das Fladeli etwa so aussieht, ist es bereit für die Pfanne. Das heutige Gericht ist fast fertig. Der Sandro kümmert sich noch um die letzten Details. In der Zwischenzeit sind die Appenzeller Hackbrettler mit einem Bärenhunger unterwegs zu unserem Landliebekoch. Rein, guten Abend. In der Tracht, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, schön sind ihr da. Aber bevor wir da zu meinem Gericht kommen, wollte ich mal sehen, was ihr da Schönes mitgenommen habt. Hackbrett. Auf das Hackbrett fertig los, würde ich sagen, oder? Und so klingt der Abend ganz traditionell aus. Nächste Woche nimmt sie der Landliebekoch mit nach Jaun, der einzigen deutschsprachigen Gemeinde im Bezirk Gruyère. Dort besuchen wir einen Grabkreuzschnitzer.
Mehr Landliebe gibt es im Kiosk oder im Abo auf landliebe.ch. Diese Sendung wurde präsentiert von Mitsubishi Motors und von McCormick,